Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir stehen hier immer noch ziemlich planlos in der Bude von diesem alten Gremlin drin. Und müssen da irgendwie Feuer finden. Wenn MacGuffin im Haus viele brennbare Gegenstände hat, will er dort vermutlich kein offenes Feuer und Funkenflug. Und die Wärme dringt auch durch die Wand ins Haus. Ja, aber wir müssen da irgendwie Feuer rankriegen. Seltsam. Vor das kleine Fenster ist eine Holzblende montiert worden. Es sieht aus, als könnte man die Blende hochklappen, hängt nur ziemlich weit oben. Seltsam. Es sieht aus... Ja, wie kommen wir da rauf? Ich vermute mal mit einer Leiter. Kann der da nicht irgendwie hoch und das aufmachen? Lieber nicht. Ich habe keine Neuigkeiten und er macht mir nur wieder Vorwürfe. Schade. Haben wir im Haus etwas, womit wir da hoch können? Ich räume hier garantiert nicht auf. Warum hat das der Geselle des Gremlins nicht gemacht? Der Krug eines Zimmermanns. Aha. Untersuch mal den Sockel. Oben auf dem Sockel gibt es eine sechseckige Vertiefung. Vielleicht die Halterung für eine Statue. Oben auf dem Sockel gibt es... Eine kleine Holzschachtel. Sieht nicht antik oder allzu wertvoll aus, aber trotzdem eine schöne Arbeit. Ja, öffnen wir mal. Sie ist abgeschlossen. Sie ist abgeschlossen. Dann brech sie auf. Ein seltsamer Steinkopf. Er ist ziemlich grob behauen, hat aber auch einige feine Verzierungen. Was für ein Steinkopf. Ach, jetzt können wir das Werkzeug nehmen. Alles ich stecke klar. Das Sieb ein. Der Rest sieht ziemlich unbrauchbar aus. Wozu wir auch jetzt immer ein Sieb brauchen. Ne? Können wir mit dem Sieb hier irgendetwas tun? Nicht. Können wir hier drinnen mit dem Sieb etwas tun? Scheinbar auch nicht. Nein, ich will... Okay. Oben auf dem Sockel gibt es eine sechseckige Vertiefung. Vielleicht die Halterung für eine Statue. Das Buch, von dem MacGuffin erzählt hat, ist im Keller versteckt. Diese Bücher hier interessieren mich nicht weiter. Dann halt nicht. Da ist immer noch abgeschlossen. Der Schädel eines Drachen. Könnte ein Hornschwanz gewesen sein. Bösartige Viecher. Aber heute gibt es kaum noch welche. Die letzten ihrer Art arbeiten heute beinahe ausschließlich als Lasttiere. Sie haben ihre Bösartigkeit verloren, aber auch ihren Stolz. Ja, okay. Leuchtquallen sind eigentlich genügsame Tiere. Sie brauchen Wasser und ab und zu... Okay.
können wir jetzt nichts weitermachen, außer das hier betrachten. In dem improvisierten Spiegel sehe ich nur mich und einen Teil des Raums hinter mir. Das mal aus einem anderen Blickwinkel. In dem improvisierten Spiegel. In dem Impro. Vermutlich lohnt eine genauere Untersuchung nicht. Dann nimm doch wenigstens mit. Was zum Henker ist das denn? Ein Kasten mit einer Art Glasauge. Er scheint genau vom Giebelfenster zu hängen. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Ja, den müssen wir aufmachen. Soweit sind wir schon. Aber wie? Seltsam. Wo das kleine... Es ja, sieht aus als... Seltsam. Es sieht... Das ist eine primitive Mühle, würde ich es an den Seiten... Am besten entzünde ich erst das Feuer. Dann ist die Kanne nicht im Weg. Ja, womit? Wenn MacGuffin im Haus und die Wärme... Ein drehbares Metallgestänge. Man kann Töpfe oder etwas in der Art einhängen und dann über das Feuer im Kamin schieben. Ein auf dem Kopf stehender Blumentopf aus Ton. Darunter liegt ein Stein. Das dürfte ein Feuerstein sein. Ich stecke ihn ein. Vermutlich wollte der Professor verhindern, dass der Stein nass wird. Ich kann doch mit einem Feuerstein nicht direkt Holzscheiter anzünden. Ich brauche etwas leicht Entflammbares, um das Feuer in Gang zu bringen. Ich kann das Gestrüpp nicht mit bloßen Händen entfernen. Es ist sehr dicht und hat Stacheln. Heul doch nicht rum. Unter dem Gestrüpp könnte... Ja, das wissen wir schon. Ein Holzzuber. Na toll. Haben wir hier etwas, womit wir unsere Hände schützen können? Da steht nichts mehr drin, was mich interessieren könnte. Ach, guck mal einer an. Wenn man Leertaste drückt. Aha. Ist ja interessant. Vielleicht ein Mitbringsel. Unvorstellbar wertvolle Dokumente. Damit kann man doch sicherlich hier was, ne? Werden gut brennen. Ich versuche es mal. Na bitte, klappt doch. Es ist ein Feuerstein, kein Feuerzeug. Was? Alter. Mal sehen. Das Wasser kocht. Eine Gießkanne voll heißem Wasser. Ja, das kann nützlich sein.
wofür auch immer. Hierfür scheinbar nicht. Können wir diese Gießkanne voll heißem Wasser da? Nein, können wir natürlich nicht. Lieber nicht. Ich hab... Okay. Das ist eine primitive Mühle, würde ich's an den Seiten kommen. Alter, ich will da rein. Können da was machen? Da sagt es uns aber was zu. Da können wir was machen. Ich bin einigermaßen ratlos, was wir jetzt hier machen sollen. Können wir nicht öffnen ohne Schlüssel. Ein Holzzuber. Etwa halb voll mit Wasser. Na toll, darin schwimmt die Wäsche des Professors. Weiße Hemden, graue Socken, rote Unterhosen. Ja, dann fangen wir an zu putzen, ne? In dem improvisierten Spiegel. Ja, da hat sich nichts geändert. Die Steintruhe ist verziert und auf ihr stehen Schriftzeichen. Ich kann sie nicht lesen. Aha. Was soll schon passieren? Sand. Kommt es mir nur so vor oder ist es hier gerade wärmer geworden? Okay, mit dem, ja, können wir aber sicherlich sieben, ne? Da ist etwas drin. Ein kleiner Messingschlüssel. Na bitte. Ah, wie kommt der Messingschlüssel in diese Kiste rein? Das ist hier immer noch die Frage. So, jetzt können wir das hier aufschließen. Mal sehen. Im Kästchen liegt ein Stück Papier. Der Zettel ist eng beschrieben. Deus ex machina. Der Geist in der Maschine, lautet die Überschrift. Da ist auch eine Zeichnung von einer Steinfigur. Zu ihren Füßen steht eine Schüssel mit einer Flüssigkeit. Mal sehen. Der Geist in der Maschine kennt alle Geheimnisse dieses Hauses, steht hier. Bla bla. Fülle den Treibstoff in die Schale zu Füßen der Maschine, um den Geist zu wecken. Treibstoff? Ah, hier. Mahle die Bohnen und kippe das Pulver in kochendes Wasser. Fülle den Trank dann in die Schale. Das hatten wir schon. Die Bohnen erhältst du aus der Maschine. Seltsam. Eine Maschine, die alle Geheimnisse des Hauses kennen soll? Nein, ich will... Okay. Oben auf dem Sockel gibt es eine sechseckige Vertiefung. Vielleicht die Halterung für eine Statue. Schale, eine Schale zu Füßen der Maschine. Wir gehen erstmal raus. Bohnen haben die gesagt. Eine Vogelscheuche, die nicht einmal Cheep-Cheep Angst macht, ist eindeutig nicht zu gebrauchen. Seltsam. Wo das Kleid... Es sieht aus, als... Ja, das hat man schon. Was zum Henker ist das denn? Ein Kass, keine Ahnung, wofür... Das auch schon. Das können wir aber noch anklicken und... Das können wir immer noch anklicken. Da ist noch etwas... Unter dem Papier war eine sechseckige Steinscheibe versteckt. Du Eule. Auf der Oberseite hat sie so etwas wie einen Knauf.
Alter. Ist die so doof. Ja, und diesen Hebel oder Knopf oder was auch immer das ist, oder Knauf, wie wir den in diese Maschine dort unten stecken werden, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.